Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie, was denn das für ein Salat? Wir machen heute einen Bohnensalat und zwar aus zweierlei Bohnen mit einem leckeren Tomatendressing aus unserem Wunderkessel. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. In unseren Varoma füllen wir 500 Gramm Bohnen, Schnittbohnen. Die habe ich jetzt so in mundgerechte Stückchen geschnitten. In den Kessel selbst kommen 500 Milliliter Wasser. Und unser Garkörbchen, das kommt auch in den Kessel. Da habe ich jetzt 300 Gramm dicke Bohnen reingemacht. Das ist TK, das ist schon so ein bisschen angetaut, aber noch halb gefroren. Wir setzen den Deckel auf, machen den Messbecher ab und der Varoma kommt oben drauf. Das Ganze wird nun gedampfgart und zwar 15 Minuten Varoma Stufe 2. Bis gleich. Es ist soweit. Unsere Bohnen sind gar und wir nehmen jetzt den Varoma vom Kessel, schrecken die Bohnen ab, nehmen den Gareinsatz mit unseren dicken Bohnen ebenfalls heraus und auch die müssen wir natürlich abschrecken. Und als nächstes gießen wir das Wasser in unserem Kessel weg. Was die dicken Bohnen betrifft, habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, ihr verwendet die genau so, wie wir sie jetzt aus dem Kessel herausgenommen haben. Da ist allerdings immer noch eine relativ dicke Haut drum. Es gibt Leute, die das nicht mögen. Die finden es einfach feiner, das Ganze zu schälen. Dann kann man die Bohnen abkühlen und kann diese Bohnenkeime oder diese Bohnenfrüchte aus dieser Haut ausdrücken. Ich mache das nicht, weil ich mag das. Und wie es so schön heißt, schon bei L'Oreal, das Beste sitzt unter der Haut. Wir sollten unseren Mixtopf vielleicht einmal kurz kalt ausspülen, denn wir machen jetzt als nächstes das Dressing. Eine halbe Zwiebel kommt in den Mixtopf. Das sind 30 Gramm getrocknete Tomaten. Die waren in Öl eingelegt. Die kommen ebenfalls hier in unseren Mixtopf. Außerdem 5 Stängel Bohnenkraut. Der Deckel kommt drauf und das Ganze wird 5 Sekunden auf Stufe 6 zerkleinert. Das Ganze schieben wir jetzt mit unserem Spatel nach unten, denn da hat sich natürlich einiges oben festgesetzt. Und nun wird das Ganze noch gewürzt bzw. verfeinert. Wasser brauchen wir noch und zwar 30 Gramm, 40 Gramm Weißweinessig, 60 Gramm Olivenöl, eine Prise Zucker, ein halber Teelöffel Senf kommt ebenfalls noch in unser Dressing und 100 Gramm Tomaten in Stücken. Das Ganze wird jetzt 20 Sekunden auf Stufe 3 nochmal miteinander vermischt. Beide Bohnensorten sowie nochmal 250 Gramm Tomaten werden jetzt in einer Schüssel vermischt, natürlich gemeinsam mit dem Dressing. Und das war eigentlich auch schon fast alles. Lassen wir das Ganze ein bisschen auskühlen. Ich mache kurz die Küche sauber und dann melde ich mich gleich nochmal. Ah, bevor ich es vergesse, ihr könnt das Ganze natürlich nochmal ein bisschen abschmecken mit Bohnenkraut noch, falls ihr noch braucht, noch mit frischem Bohnenkraut noch mal ein bisschen bestreuen. Das tue ich jetzt auch gleich, aber dann melde ich mich in wenigen Augenblicken wieder bei euch. Ich mag ja Bohnen. Ich mag Bohnensalat und vor allen Dingen auch, wenn er noch ein bisschen warm ist. Ich habe den jetzt auch noch nicht ganz durchkühlen lassen. Mit diesen dicken Bohnen habe ich eigentlich viel zu wenig gemacht und ich muss sagen, das schmeckt wirklich sehr lecker. Gerade dieses Dressing ist wirklich sehr fruchtig, sehr tomatig, passt unglaublich gut dazu. Ist wahrscheinlich der perfekte Salat für ein Grillfest oder sonst für den Sommer, für draußen. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Würde mich freuen, wenn ihr es nachkocht und mir das auch in die Kommentare schreibt. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen für sommerlich leichte Salate. Das hier könnte einer meiner neuen Favoriten werden. Ich bin absolut von diesem Dressing total begeistert. Wie gesagt,
Schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like da. Falls ihr es noch nicht getan habt, warum auch immer, dann abonniert hier unten einfach mal den Kanal. Denn hier gibt es jede Woche die besten Videos rund um den Thermomix. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und guten Appetit.